Guten Morgen. Es ist Montag, 9 Uhr. Gute Zeit zum Anfangen. Also wir fahren jetzt nach Schleizladen dort und dann geht's nach Emden. Mal gucken, ob wir noch hochkommen. Ich hoffe ja mal ja, und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Oldenburg ist auch ein schönes Plätzchen. Oder Appenremels. Wir werden sehen. Wenn ich bis hochkomme, ist okay. Also meine Lieben, wollen wir mal die Woche beginnen. So, na dann lasst uns mal losdüsen. Schön sachte übern Hof. Denn alles andere wäre doof. So, dann fahren wir jetzt gleich über die Autobahn. Und über die B2. Weil die Autobahnabfahrt Schleiz ist gesperrt, haben sie gesagt, wegen Bauarbeiten. Und bis Dittersdorf hoch wäre blöd. Also fahren wir jetzt auf die B2 Richtung Schleiz und dann da oben im Kreisverkehr rechts weg Richtung Gera Kreiz, weil wir zu der Firma wollen, die da ein bisschen außerhalb liegt. Da muss ich euch einen Witz erzählen, den habe ich die Woche gehört im Radio. Ein Türke fährt mit seinem Vater, also die beiden sind in Deutschland, leben in Deutschland, der Vater ist schon ewig lang in Deutschland, der Türke, der Sohn ist in Deutschland geboren und die fahren gemeinsam in die Türkei und gehen dort auf den Markt. Und der Vater will was kaufen und fragt, wie viel das kostet. Und da sagt der Händler 30, weiß nicht, was die für eine Währung haben, also 30 das irgendwas, Dinare oder was die haben. Ne, Dinare ist, glaube ich, griechisch. Ja, jedenfalls will der 30 haben. Und da sagt der Vater 3. Guckt der Verkäufer ganz groß an und sagt, 25, sagt der Vater 2. Und dann guckt der Verkäufer wieder ganz verdutzt an und sagt 20. Dann sagt der Vater 1. Und dann sagt der Verkäufer dann zum Schluss, okay, letztes Angebot, 15. Dann sagt der Vater, gut, alles klar, nehme ich. Und bezahlt und wie sie weitergehen, sagt der Sohn zu seinem Vater, sag mal Vater, wo hast du so gut handeln gelernt? Und dann sagt er, bei eBay. Sagt er, hä, wieso bei eBay? Naja, 3, 2, 1, meins. Der ist gut, ne? Ach, heute ist offen, heute ist Platz. Ich könnte es mal testen, aber ich habe zu Hause gefrühstückt. Ich bin satt. Schlecht.
So, mal schön hier an die 30 halten. Man weiß nie, ob sie hier blitzen. Und wenn sie nicht blitzen oder es passiert was, dann bist du nämlich dran schuld, weil du zu schnell warst. Und hier auf so einer engen Straße ist schnell mal was passiert. Scheint aber schon wieder offen zu sein. Hier ist nämlich das Schild weg, dass die Straße gesperrt ist nach Blauen. Stand nämlich immer ein Schild, Mühltroff, Durchfahrt gesperrt. Seht ihr, das war nämlich jetzt schon arscheng hier. Arscheng. Musste ich halten, dass ich ihm nicht einen Spiegel wegrupfe mit dem Hänger. So, heute fahren wir aber hier nicht links. Heute fahren wir geradeaus weiter nach Schleiz. Ach, guckt. Die Straße ist wieder offen, das Schild ist zugeklebt. Plauen ist also wieder befahrbar. Ja gut, fürs nächste Mal weiß ich das. Dieses Mal sind wir halt so rumgefahren. Das macht aber auch nichts. Deswegen sind wir auch nicht viel länger unterwegs gewesen jetzt. 10 Minuten vielleicht. Oder? Zeig mal. Ach, gar nicht. Überhaupt nicht länger unterwegs gewesen. Im Gegenteil, hier ging es schneller. So rum ging es schneller als durch Blauen. Schau an. Was ich hier schon geschlafen habe in der Bushaltestelle. So. So. Seht ihr, wie ich schwitze? Habe ich jetzt hier ganz schön hantiert. Angehängt, abgehängt, aufgemacht, zugemacht, zugeguckt beim Aufladen. Und trotzdem schwitze ich hier. Jetzt gucken wir erstmal nach Hermsdorf tanken. Und dann geht's ab die Post nach Emden. Jetzt haben wir getankt, Päuschen gemacht und jetzt geht's weiter. Mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Bis 22 Uhr können wir fahren. Da haben wir ja noch Zeit.
Und wenn wir nicht bis ganz hoch kommen, ist es auch nicht schlimm heute. Ich habe ja erst morgen um 10 Uhr Zeitfenster da oben. Also müssen wir nicht schätzen. Alle Zeit der Welt. Da vorne ist der Stausee, Berger, Kelter. Da waren wir als Kinder immer. Und am Kiesteich in Bielen waren wir auch. Das war aber verboten eigentlich. Das war zu gefährlich. Sind wir aber trotzdem hin. Aber hier Bergalter Stausee war ja nicht verboten. Gehen sie heute noch alle baden. Jetzt fahren wir über den Mittellandkanal. Ihr liebt doch die Fahrten nach Emden, das weiß ich doch. Ihr fahrt doch gern hier hoch mit mir. Sind wir doch schon am Dreieck Oldenburg West. Nächste Ausfahrt geht's runter. Zwölf Stunden 27 Schichtzeit. Also wir würden es jetzt vielleicht in 13 Stunden vielleicht gerade noch so bis auf den Remitz schaffen. Aber das ist Risiko. Und deswegen bleibt man gleich hier stehen. Gucken, ob wir hier einen Plätzl finden. Hier beim Einkaufszentrum. Weiterfahren können wir zur Not immer noch. Die Option haben wir ja immer noch. Wenn gar nichts ist hier. So, meine lieben Freunde. Jetzt sind wir mit 12 Stunden 33 Schichtzeit hier in Oldenburg angekommen. Jetzt machen wir schön 11 Stunden Pause. Bis kurz vor 9 morgen. So, dass wir inklusive Arbeitszeit Dings der Abfahrtskontrollmechanismus hier überhaupt rundherum lauf. Wisst ihr schon, was ich meine? Also, halb neun wird die Karte eingelesen, dreiviertel neun wird auf Arbeitszeit gedrückt und um neun geht's los hier. Wer um neun nicht hier ist, bleibt stehen. Wisst ihr Bescheid? Gut, also dann, sternknitterfreie Fahrt, haltet schön eure Stoßstangen sauber, tschüss und gutes Nächtle, bis morgen.